Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maus Akrobat und ich möchte mit euch heute über, wie ihr es schon in der Überschrift gelesen habt, über die fünf Punkte reden, die ich an World of Tanks verändern würde, wenn ich bei World of Tanks was zu sagen hätte, beziehungsweise bei Wargaming. Ich liebe das Spiel World of Tanks und ich habe mittlerweile über 50.000 Gefechte in diesem Spiel absolviert. Also ich denke, ich weiß, wovon ich rede, und ich habe jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt das Forum verfolgt. Ich habe überall, wo man irgendwie Meinungen einholen konnte, mir mal so ein bisschen die Kommentare unter Videos angeschaut, wie gesagt im Forum oder bei Facebook. Und ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen zusammentragen in einem Video, was den Großteil der Community und auch mich an World of Tanks derzeit stört und wie man vielleicht dieses Schiff wieder in eine richtige Richtung wenden könnte, so dass möglichst viele wieder Spaß an dem Spiel haben und dass vor allem auch diejenigen, die jetzt vielleicht schon über die letzten Monate vom Spiel abgesprungen sind, vielleicht wieder einen Weg zum Spiel finden. Ich weiß, dass das relativ utopisch ist, was ich jetzt hier an der Stelle versuche, aber wie gesagt, ich will nichts unversucht lassen und ich will einfach mal meine Meinung dazu äußern, was für mich derzeit in World of Tanks schiefläuft. Und als Anlass für dieses Video habe ich diesen Artikel genommen, der jetzt vor kurzem am 21. veröffentlicht worden ist, bevorzugte Premium-Panzer perfektionieren. Alleine die Wortwahl ist schon frech, aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Es ging hier in diesem Artikel darum, dass Wargaming vorhat, den Special Matchmaking Panzern das Special Matchmaking abzuerkennen und sie dafür zu verstärken. Da gab es auch einen riesen Shitstorm im Forum, weil es dann so weit ging, dass Wargaming gesagt hat, wenn euch die Änderungen an dem Fahrzeug nicht passen, dann könnt ihr es tauschen, aber nur gegen Gold. Aber auch darum sollte es jetzt hier in diesem Thema nicht gehen oder in diesem Video, sondern es soll darum gehen, um das, was Wargaming nicht unversucht lässt, uns einzureden. Und da ist vor allem dieser Absatz hier wichtig. Vor etwa einem Jahr, World of Tanks wurde gerade auf Version 9.18 aktualisiert, führten wir wichtige Verbesserungen am Matchmaker ein. Im Gegensatz zu früher basierte die neue Version auf mehreren Schablonen, die die Teambildung vor dem Gefecht regulierten. Seither, und das ist jetzt das Allergrößte, seither wurde das Ganze mehrfach verändert, bis es einen Stand erreichte, der die Erwartungen von Community und Entwicklerteam erfüllte. Also diese Menschen... Diese Menschen sollte man. Auf jeden Fall zur Verantwortung ziehen. Und ja, das eine ist das 357, aber über das muss ich hier an der Stelle, glaube ich, nicht mit euch sprechen, weil ihr wisst selber, jeder von euch, der seit 9.18 Achter in die Hand genommen hat, was das für eine Qual ist. Und ich glaube, auch deswegen war Frontline für viele so eine krasse Erlösung, dass man einfach mal wieder seine Achter Premiums, seine Achter Grinds ausfahren konnte, gegen gleich starke Gegner gekämpft hat und nicht die ganze Zeit Füllmasse war für irgendwelche schwindligen Zehnergefechte. Andersrum war es so, wenn ihr in letzter Zeit oder beziehungsweise seit 9.18 mit Zehnern ins Platoon gegangen seid, dann habt ihr fast durchgehend irgendwie das Gefühl gehabt, dass ihr die ganze Zeit in 357 geworfen werdet, wo ihr ja schön 9er und 8er abfarmen konntet. Aber sobald ihr irgendwie ein Platoon erstellt habt, wo ihr mit einem 8er oder einem 7er oder einem 6er oder niedriger ins Gefecht gegangen seid, da konntet ihr euch nahezu zu 100% sicher sein, dass ihr als Low-Tiers enden werdet. Das war ja auch ein Grund, warum ich meinen Ausbildungsstream dann abgebrochen habe, weil es einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Und das ist dann das, was Wargaming uns verkaufen will als Stand der Community zufrieden. Also ich persönlich bin alles andere als zufrieden mit dem Matchmaking. Und wie gesagt, 357, ich glaube, darüber wurden schon genug Worte verloren. Und dass Wargaming uns das nach wie vor als Verbesserung am Matchmaker erzählen will, denke ich, ist ganz, ganz weit hergeholt. Natürlich ist es so, dass sich früher ein Großteil der Community gewünscht hat, dass man nicht mehr alleine irgendwie Low-Tier in einem Gefecht ist, dass man als Achter irgendwie plötzlich nur 9er und 10er hat. Und dann wurde einem das so verkauft, ja, jetzt habt ihr ja auch auf beiden Seiten
genug Achter, die ihr bekämpfen könnt. Dass das aber ein Dauerzustand wird, davon hat keiner gesprochen und das hat auch keiner erwartet. Früher war es so, dann seid ihr halt mal mit eurem IS-3 als einziger Achter in so ein 9er-10er-Battle reingeworfen worden. Ja, dann war das so. Aber dann habt ihr zumindest an dem Abend noch diverse Gefechte gehabt, wo ihr dann mal Top-Tier wart, wo ihr dann mal die Hosen anhattet. Wann ist das denn heute noch so? Jeder Achter-Grind, jeder Credit-Grind, den ihr irgendwie versucht, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr in 90% der Gefechte Low-Tier seid in 357 oder in 9er-Gefechten in 510-Templates. Dann kommt noch dazu, wenn ihr ganz, ganz viel Glück habt, habt ihr mal das ein oder andere einstufige Gefecht. Aber das war's dann auch. Das ist das eine Thema, was das Matchmaking betrifft. Das andere ist das, warum ich dieses Replay jetzt hier rausgeholt habe. Und das ist noch vergleichsweise gut zu dem, was jetzt hier in den letzten Tagen abging. Wir haben jetzt auf beiden Seiten 7 TDs und ich habe Matches gehabt, wo ich teilweise auf beiden Seiten 9 TDs hatte. Und das ist eine Sache, da muss man sich dann auch wieder fragen, hey Wargaming, was geht eigentlich bei euch? Also ich persönlich, wenn ich das entscheiden dürfte, würde sagen, maximal 4 TDs auf jeder Seite. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich irgendein Problem hätte mit TDs. Ich fahre selber gerne hin und wieder TDs und ich habe jetzt auch für mich den Jagdpanzer EN100 entdeckt, den ich seit neuestem in der Garage stehen habe. Aber das ist eine Unterstützungsklasse und die lebt davon, die lebt von Gefechtsdynamik und die lebt davon, dass ja, die Heavies und die Mediums das Spiel gestalten. Aber wer soll das Spiel gestalten, wenn keine Heavies und keine Mediums im Game sind? Mal ganz von Lights zu schweigen. Wenn wir dann so Geschichten haben wie auf beiden Seiten 9 TDs und dann noch auf beiden Seiten 3 Artis, wer will denn da noch ins Gefecht joinen? Und dann habt ihr ganz, ganz einseitige Gefechte, wo alle irgendwo am Kartenrand abquanzen und ein, zwei Panzer noch versuchen, das Gefecht irgendwie zu reißen. Ich weiß, ihr habt dieses Replay hier schon gesehen, deswegen will ich es möglichst kurz halten. Jedenfalls die, die länger meinen Kanal verfolgen. Also, an der Stelle, meine Meinung dazu ist, es sollte pro Seite maximal 4 TDs geben. Warum? Weil es einfach den Spielfluss behindert. Wenn wir Panzerklassen zuhauf im Gefecht haben, die dafür da sind, hinten in zweiter, dritter Reihe zu stehen, den Schaden zu machen. Jetzt haben wir hier das noch viel schlimmere Beispiel, dass wir auf beiden Seiten mehr als 3 Objekt 268-4 haben. Zu dem Thema Panzerbalancing komme ich aber noch. Also dann auch noch solche TDs zuhauf, die besser sind als jeder Heavy, jeder Medium, die einfach alles besser können. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Blatt. Aber wie gesagt, alleine diese Geschichten, dass wir auf beiden Seiten 7 oder 9 TDs haben, denke ich, da haben die TD-Fahrer keinen Spaß dran, weil sie erstens niemanden haben, der für sie spottet. Es gibt auch keine Möglichkeiten, irgendwie mal so aus zweiter, dritter Reihe zu feuern, weil auf dem Gegner, auf der Gegnerseite natürlich das Gleiche passiert. Die TDs belauern sich gegenseitig und es findet einfach kein Gameplay statt, das irgendjemandem Spaß macht. Also ich denke, das wäre im Sinne aller, der TD-Fahrer als auch der Medium, Light, Heavy-Fahrer, Arti-Fahrer, wer auch immer, wenn man die Zahl der TDs auch begrenzen würde auf maximal 4 pro Seite, weil dann hätten sie auch einen tatsächlichen Sinn und dann hätten sie vor allem auch die Möglichkeit, sinnvoll das Team zu unterstützen und es wäre sichergestellt, dass es genug Panzer der Panzerklassen Mediums und Heavies gibt, die das Spiel gestalten, die versuchen, irgendwo so das Zepter an sich zu reißen, unterstützt durch dann das Feuer der Tank Destroyer aus dem Hintergrund. Das ist das eine. Und jetzt gucken wir uns das zweite Beispiel an. Ja, wer liebt es nicht, auf Pokarovka zu spawnen und 3 Artis zu haben in einem 5-10 Matchup, also 5-10er, 10-9er. Und wir haben, wie gesagt, 2 9er Artis auf beiden Seiten und eine 10er Arti auf jeder Seite. Ich denke, dass der Mausfahrer hier sich sehr, sehr doll auf dieses Gefecht freut. Und gerade auf so offenen Karten, wo Wargaming uns erzählen will, dass das Arti-Camping verhindert. Was glaubt ihr, was jetzt hier in diesem Match stattfindet, ohne dass ich das Replay jetzt mit euch in irgendeiner Art und Weise anschaue? Ich denke, jeder weiß selber, was passiert. Die Masse der Panzer wird hier auf A1, B1, B2,
A2 fahren, hier hinten rumstehen, im Gegnerteam passiert genau das Gleiche. Ich denke, dafür muss man kein Professor sein, um das sogar voraussagen zu können. Ein paar Panzer fahren noch auf dem Hill, belauern sich hier so lange, bis die Arti sie dann weggesplasht hat, weil das die einzigen sind, die sich gegenseitig spotten. Und dann irgendwann, nach 10 Minuten, wird dann hier mal so vereinzelt versucht vorzufahren und die Arti wird sämtliche Bewegungen im Keim ersticken. Also das ist der nächste Punkt, den ich am Matchmaker auszusetzen habe. Ich persönlich sehe es so, dass eine Arti, also ich, wie gesagt, klar bin ich auch ein bekennender Arti-Gegner, aber es gibt genug Leute, die da viel Zeit rein investiert haben, die Artis zu grinden, die viel Erfahrung, viel Credits da reingebuttert haben. Die sollen ihre Artis auch gerne behalten und ich will gar nicht so weit gehen zu sagen, Arti soll aus dem Spiel komplett verschwinden. Das steht mir nicht zu, aber es wäre doch im Sinne des Spielflusses, wenn es maximal eine Arti pro Seite gibt. Warum? Weil die Arti dann wirklich einen Nutzen hätte, weil die Arti dann schwerpunktmäßig unterstützen müsste und weil sie den Spielfluss nicht behindern würde. Gerade auf so offenen Karten sieht man das dann häufig. Bei drei Artis hat keiner mehr Lust, der in einem eher langsamen Panzer mehr sitzt, sich zu bewegen, und auch in Mediums habt ihr keine Lust, irgendwie gespottet zu werden. Das heißt, überall da, wo ihr drei oder zwei Artis im Gefecht habt, werden die Spielsituationen extrem zäh, weil keiner die Lust hat, sich von der Arti zerbomben zu lassen. Und da hört es dann irgendwann auch auf, wenn der Spielspaß für 13 Leute dahin geht, nur damit drei andere ihren Spaß haben und sich munter einen von der Palme klicken können. Also ich denke, da wäre es im Sinne von allen Beteiligten zu sagen, wir reduzieren die Tank Destroyer auf 4, maximal 4 pro Match, und die Arti auf maximal 1 pro Match. Und dann hätten wir Templates, dann hätten wir Szenarios, wo wir genug Panzer haben, die das Spiel aggressiv bestreiten können und die dann unterstützt werden von den TDs und von der einen Arti. Aber so ist es so, dass sobald zu viele TDs oder zu viele Arti-Matches, dass einfach der Spielfluss komplett den Bach runtergeht und dass sich nur noch gegenseitig belauert wird, weil keiner sich die tausender Jagdpanzerschelle fangen möchte. Keiner möchte sich die ganze Zeit von der Arti zugeschissen sehen. Und das kombiniert mit der Anpassung, dass man irgendwo sichergestellt hat, 357 kann ja gerne erhalten bleiben, aber dann sollte das System auch feststellen, wenn ihr jetzt meinetwegen dreimal hintereinander Low-Tier wart, dass ihr dann auch gefälligst dreimal hintereinander Top-Tier seid. Dass es irgendwo einen Ausgleich gibt zwischen Low-Tier-Dasein und Top-Tier-Dasein. Das muss ja nicht unbedingt so sein, dass ihr mehr Top-Tier seid als Low-Tier. Das kann sich ja irgendwo die Waage halten, 50%. Wäre ich schon zufrieden mit, wenn man sicherstellen würde, dass wenn ich in einen Achter steige, dass ich, wenn ich dreimal in ein Zehner-Match reinkomme, dass ich auch dreimal in ein Sechser-Match reinkomme, wo ich gegen Sechser kämpfe. Und dann dazwischen die Partien, noch einstufige Gefechte etc. Aber dass es irgendwo sich die Waage hält, was derzeit definitiv nicht der Fall ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Community bereit wäre, dafür auch Wartezeiten von 1, 2, vielleicht sogar 3 Minuten in Kauf zu nehmen, dafür, dass man in Matches reinkommt, auf die man auch Spaß hat, wo man sagt, ey, ich freue mich darauf, wenn die 30 Sekunden runtergetickt sind, jetzt geht's los, jetzt kann ich mit meinem Panzer hier auch arbeiten. Und wie gesagt, das betrifft alle Panzerklassen. Da muss irgendwie ein gesundes Gleichgewicht her bei der Panzerklassenverteilung und bei diesem 357-Template, weil das ist das, was den meisten Spielern so den letzten Nerv raubt, wenn man seine Grinds bestreitet und man absolut nie Top-Tier sein darf. Ja, als nächstes kümmern wir uns um das Thema Panzerbalancing. Ja, Wargaming ist in den letzten Jahren irgendwie der Maxime immer höher, schneller, weiter treu geblieben. Klar freuen sich alle Leute über mehr Content im Spiel, eine größere Panzervielfalt. Auch ich freue mich darüber sehr, wenn neue Panzerstränge eingeführt werden. Aber was absolut nicht geht, und da muss irgendwann mal so der Riegel vorgeschoben werden, ist, dass alle Panzer, die neu kommen, immer noch besser sind und noch besser. Und dass hinten am anderen Ende überhaupt nichts angepasst wird und dass dieser Anreiz geschaffen wird, ja, möglichst schnell mit Free XP schnell zu den Panzern zu gelangen, um die zu haben, so lange, bis sie genervt werden. Und dass beim Balancing Department irgendwie niemand Buch führt über die Erfahrungen, die man gesammelt hat, und dass man jedes Mal die gleiche Scheiße wieder von vorne bekommt, das ist so eine Sache, wo ich mich frage, macht ihr eure Hausaufgaben, Wargaming? Bestes Beispiel ist da das Objekt 268-4. Ja, es wird jetzt genervt. Ob der Nerf zufriedenstellend ist, weiß man nicht. Aber es wird einfach ein komplett
komplett overpowerter Panzer ins Matchmaking reingeworfen, der die Matches durchweg dominiert, die man einfach nicht penetrieren kann. Und dann kommt das, was kommen muss. Sobald das dann irgendwie 2-3 Monate, vielleicht auch länger, stattgefunden hat, dann wird die Nerfkeule gebracht. Mal einmal, mal zweimal, mal dreimal. Besser vielleicht so, wie der WT auf EN100 ganz aus dem Spiel verschwindet. Und oder der Forge 155, der dann auch irgendwann unter den Nerfs einfach zusammengebrochen ist und der absolut keine Liebe mehr erhalten hat. Anstatt dass man sagt, dass jeder Panzer in irgendeinem Bereich top sein kann, sagt man, nö, wir haben lieber einen Panzer, der alles kann, und die anderen fallen halt einfach hinten runter, weil sie einfach in jedem Bereich abstinken. Lassen wir jetzt mal das Objekt 268-4 außen vor und gucken uns einfach nur mal an. Ich habe jetzt hier mal den Vergleich genommen, den E100 gegen den Super Conqueror. Der Super Conqueror, einer der neuen Heavies, ist gekommen zusammen mit dem WZ-111-5-Alpha, mit den anderen neuen Panzern, Objekt 430U, Objekt 268-4, das sind alles so Panzer, die gekommen sind und völlig broke sind. Meiner Meinung nach der Super Conqueror auch ein Panzer, den man irgendwie mal nerfen müsste. Oder im Gegenzug Panzer wie den E100 einfach mal anpassen. Wenn wir uns das jetzt hier einfach mal anschauen, der Super Conqueror hat mehr DPM. Der Super Conqueror hat eine bessere Durchschlagskraft. Klar, der Super Conqueror hat weniger Alpha-Schaden, hat 350 weniger Alpha-Schaden, das Einzige, was der EN100 irgendwie noch hat, so dieses Alleinstellungsmerkmal, 750er Kanone. Aber ansonsten kann der Super Conqueror alles, wirklich alles besser. Rate of Fire, okay, da brauchen wir uns bei dem Alpha-Schaden nicht zu wundern. Shell Velocity deutlich besser, das Gun Handling, wen wundert's, deutlich besser, die Dispersion-Werte um Lichtjahre besser. Gun Depression 10 Grad statt 7 Grad, der Geschwindigkeitsvorteil 34 km/h statt 30 km/h. Jetzt kann man hier auf dem Papier sagen, okay, der EN100 hat ja mehr Panzerung, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Panzerung vom Super Conqueror, superlativ, die Panzerung vom EN100 einfach nicht mehr zu gebrauchen. Warum? Weil er hier so gerade Stellen hat, die einfach es jedem ermöglichen, teilweise sogar schon mit Standardmunition da einfach durchzuholzen, und wer da nicht mit Standardmunition durchkommt, der lädt einfach Premium. Beim Super Conqueror ist das ganz anders, der Turm auch für Premium-Munition fast nicht zu durchdringen, gerade wenn er die 10 Grad Gun Depression nutzt, weil er hier noch so ein riesiges Space Armor Shield hat. Klar hat er auch die Unterwanne als Weak Spot, hat der EN100 auch, aber darüber eine riesige Spaced Armor Plate. Also auch die Panzerung vom Super Conqueror deutlich besser. Er kann halt einfach alles, aber auch wirklich alles besser als der EN100. Und da zwischen diesen beiden Panzern liegen einfach Lichtjahre, und diese Lichtjahre werden einfach nicht von Wargaming mit Content gefüllt, dass man sagen kann, ey, beim EN100, der hat eine mega krasse Panzerung, der hat einen mega krassen Alpha, aber das Gunhandling ist halt scheiße und die Mobilität ist auch scheiße. Beim Super Conqueror, warum muss der so eine mega heftige Panzerung haben, wenn er schon so eine mega heftige DPM hat, mega heftige Gunhandling? Warum muss der Panzer dann noch so unglaublich krass am Turm gepanzert sein? Oder warum kriegt der EN100 nicht auch einfach mal 10 Grad Gun Depression? Das als ein Beispiel. Das zweite Beispiel schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe jetzt hier einfach mal den Leopard 1 genommen und habe hier den E7, den Super Conqueror, den 113 und den WZ-111-5-Alpha genommen. Und jetzt schauen wir uns einfach nur mal die Dispersion-Werte, Thema Gun Handling, an. Warum zum Geier hat eine IS-7 mit einem 130 mm Geschütz deutlich bessere Dispersion-Werte als ein Leopard 1. Ein Medium ohne nennenswerte Panzerung, der mobil ist, der nur von seiner Kanone lebt und hat schlechtere Dispersion-Werte als der IS-7, deutlich schlechtere Dispersion-Werte als der Super Conqueror und gleiche Dispersion-Werte wie 113er und WZ-111-5-Alpha mit ihrer 122-130mm Kanone. Hallo? Also irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht beim Balancing.
Gerade diese drei Heavies, die mega stark ohnehin performen, haben gleiche, schrägstrich viel, viel bessere Dispersion-Werte auf der Kanone als der Leopard 1. Also da, wie gesagt, da fällt mir alles aus dem Gesicht, wenn ich daran denke, was das Balancing Department alles verbessern könnte. Und es würde tatsächlich schon reichen, wenn der Leopard einfach in der Lage wäre, auch mal aus der Fahrt Ziele zu treffen. Dann wäre der Panzer mega geil, dann könnte man ihn spielen, dann wäre er nicht overpowered, aber dann wäre er geil. Und dann könnte man auch es sich leisten, mal kurz rüber zu pieken, schnell den Schuss zu setzen und dann sofort wieder von der Ridgeline runterzufahren. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Leopard 1 überhaupt gar keine Panzerung hat. Also so leichte Anpassungen wären sinnvoll. Und warum der IS-7 solche krassen Dispersion-Werte braucht, versteht kein Mensch. Kommen wir zum dritten Thema. Und ihr seht das, ich habe mich jetzt einfach mal auf Tier 10 only fokussiert. Dass es auf anderen Tierstufen genau die gleichen oder noch schlimmere Probleme gibt, weiß ich selbst. Ich denke, das weiß Wargaming auch selbst. Schauen wir uns mal den Type 5 an. Ja, der Type 5, ein Panzer, der frontal einfach nicht einen einzigen Weakspot hat, der für Heavies seiner Tierstufe mit Standardmunition zu durchschlagen ist. Beschissener geht's kaum noch. Wir haben überall deutlich über 260, 270 mm und keiner der derzeitigen 10er Heavies kommt auf diese Durchschlagswerte, außer das Objekt 260. Und auch das bräuchte eine Pen High Roll, wenn sie zum Beispiel hier oben den Cupola durchschlagen, wenn das Objekt 260 den Cupola durchschlagen möchte. Also dieser Panzer hat nirgendwo Stellen, wo die durchschnittlichen Heavy-Geschütze der 10er Heavies durchschlagen könnten. Und das ist eine Sache, wo ich mich frage, muss das sein? Brauchen wir solche Panzer, die man mit Standardmunition nicht mal an irgendwelchen ausgemachten Weakspots durchschlagen kann? Nein, selbst für die Weakspots, für die in Anführungszeichen Weakspots auf dem Type 5 Heavy, muss man Premium-Munition laden, um sie, wenn man sie trifft, verlässlich zu penetrieren und dann zusätzlich über dieses Thema mit eine HE-Wumme, eine Mega-Derp-Gun, die dann auch noch mehr Schaden macht, wenn man auf Premium-Munition lädt. Da brauchen wir uns sicherlich nicht drüber unterhalten, dass das der absolute Quatsch ist. Aber wie gesagt, es fängt schon damit an, dass es 10er-Heavies gibt, die keine Weakspots haben, die andere 10er-Heavies durchschlagen können mit Standard-Munition, wo einfach man gezwungen ist, Premium-Munition zu laden. Und das ist meiner Meinung nach deutlich am Thema Balancing vorbei. Das soll es von mir auch schon anhand dieser drei Beispiele zum Thema Balancing gewesen sein und ich hoffe, dass klar geworden ist, worauf es hinausläuft. Es gibt einfach viel zu viele Panzer, die hinten runterfallen, die nicht mehr spielbar sind, die Staubfänger in der Garage darstellen, weil sie halt einfach mit der derzeitigen Meta nicht mehr mithalten. Und dann gibt es viel zu viele Panzer, die Wargaming nach und nach neu ins Spiel einführt, die einfach das komplette Game Design zerstören, sei es der Type 5, sei es das Objekt 268-4, sei es Panzer wie der Super Conqueror oder das Objekt 430U. Die Frage ist, muss es Panzer geben, die in allen Belangen wirklich besser sind als ihresgleichen oder als die Konkurrenz? Ich denke nicht. Ich finde, Wargaming sollte wieder einen Weg dahin finden, dass die Panzer alle ihre eigene Spezialität haben, alle in besonderen Punkten stark sind und dafür in anderen Punkten deutlich schwächer. Und das vermisse ich derzeit, weil Wargaming mittlerweile nur noch Panzer neu rausbringt, die wirklich dann in allem besser sind als die Konkurrenz, als die alteingesessenen Tier 10 Vergleichsobjekte. Und dass das auf anderen Tierstufen der gleiche Fall ist, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Ja, ein weiteres Thema ist sicherlich das Map-Design. Und das war, glaube ich, auch ein Erfolgsgrund für Frontline, weil wir einfach eine Map hatten, die war offen, die hat für alle Panzerklassen Möglichkeiten geboten, zu agieren, zu kämpfen, ob es Heavies waren, TDs, Lights, Mediums, Arti. Man hatte realistische Kampfdistanzen, aber das, was Wargaming jetzt eingeführt hat, beziehungsweise seit 1.0 macht, ist, denke ich, auch ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Und Gletscher ist meiner Meinung nach eins der besten Beispiele dafür.
einfach eine Karte genommen und 60% der Karte nicht zu bespielen. Schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. Wir haben hier dieses ganze Zentrum, was man nicht wirklich sinnvoll bespielen kann. Über die ganzen Außenbereiche brauchen wir eigentlich gar nicht zu sprechen. Und dann kommt noch dazu, dass es die Möglichkeit gibt, sofort mit schnellen Panzern in die Mitte zu fahren und die Gegner noch am eigenen Spawn zu spotten. Auf Fischerbucht ist das im Prinzip genau das Gleiche, was Wargaming aus Fischerbucht gemacht hat. Auch da 60% nicht zu bespielen. Es gibt fast keinen Weg mehr in die Stadt für die Heavies, außer direkt über die Redline. Und da ist man dann eine Stunde unterwegs, bis man dann in der Stadt angekommen ist und feststellt, das eigene Team ist ja schon fast tot. Provinz wurde wieder eingeführt, wurde damals rausgenommen, weil man gesagt hat, es ist viel zu klein. Hat man dann nur noch für Low-Tier-Gefechte zugelassen, bis maximal Tierstufe 3. Jetzt hat man die Karte ein bisschen vergrößert und wieder eingeführt. Auch auf der Karte 60% der ganzen Karte, das gesamte Zentrum nicht zu bespielen. Und was resultiert dann daraus? Man hat die ganze Zeit nur Panzer, die gar nicht mehr bereit sind, sich aus der Base rauszubewegen. Und wer nimmt's ihnen übel? Die Heavies bleiben teilweise schon auf Gletscher in der Base stehen, weil man hier, und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal ganz kurz an, weil dann hier die Lights und die Mediums ins Zentrum sofort reinpushen. Ich mache das Gleiche hier mit meinem Objekt 432. Und was passiert? Die Gegner werden noch am eigenen Spawn gespottet. Und das ist so eine Sache, wie soll man da einen Heavy dazu motivieren, sich überhaupt aus der eigenen Base rauszubewegen? Gucken wir es uns an. Das alles, was jetzt irgendwie versucht hat, sich zu bewegen, wurde gespottet. Der 59 Patton, der Progetto und vor allem hier hinten der M103. Dahinter steht noch ein E75, der hat es gleich richtig gemacht. Der hat sich ganz an die rote Linie gestellt und sniped einfach nur noch in die Mitte. Auf Provinz sieht das Ganze ähnlich aus. Erlenberg ist genau das Gleiche passiert. Fjorde brauchen wir nicht drüber reden. Das gesamte Zentrum von Fjorde einfach nicht mehr zu bespielen. Es wird einfach nur noch gekämpft und aggressives Spielen. Also die Leute, die noch bereit waren, irgendwie das Spiel zu gestalten, die so eine Dynamik in die Gefechte reingebracht haben, die werden hier einfach nur bestraft, weil man hier Schusskanäle hat über 400, 500 Meter und wie gesagt, sobald man sich hier irgendwo im Offenen ohne Deckung befindet, ist man einfach nur noch freiwild. Und alle Karten, die seit 1.0 geändert worden sind, wie gesagt, Erlenberg, Fjorde, Provinz, Gletscher, Fischerbucht, es ist überall das Gleiche, einfach nur noch offenes Brachland ohne eine einzige Deckung. Und dass das Spiel darunter extrem leidet, brauche ich, denke ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Natürlich macht es hin und wieder mal Spaß, wenn man in so einem TD sitzt und man kriegt Ziele auf über 500 Meter präsentiert und kann dann darauf snipen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wirklich dynamische Gefechte sieht man auf diesen Karten eigentlich nicht. Und keiner ist mehr irgendwie bereit, sich zu bewegen. Und noch viel schlimmer ist, dass wenn ihr euch dann bewegt mit eurem langsamen Heavy, jetzt zum Beispiel hier auf Gletscher, und fahrt dahin in die Heavy-Gasse, der Rest des Teams ist vielleicht hier rüber gefahren, hier wird euer ganzes Team aufgeraucht und ihr könnt von hier hinten einfach nichts machen, man kann sich nicht unterstützen. Das war zum Beispiel auf der Frontline-Karte komplett anders, man konnte sich unterstützen, man konnte sich teilweise zonenübergreifend unterstützen. Das Gefecht hatte eine Dynamik, man wurde auch dafür belohnt, dass man nach vorne gefahren ist, dass man angegriffen hat. Aber hier in diesen neuen Kartenformaten findet das einfach nicht mehr statt. Und das ist so eine Sache, da sollte Wargaming irgendwie mal wieder back to the roots gehen und die Karten so gestalten, dass alle Panzerklassen mitspielen können, dass für alle Panzerklassen was da ist und dass die Karten zwar eine gewisse Größe haben, aber dass davon nicht 60% nicht bespielbar sind. Und wenn da mal irgendwie jemand Vernünftiges beim Balancing und beim Map Design Department arbeiten würde, dann würde uns dieser Scheiß hier nicht als Spielspaß präsentiert. Das war der dritte Punkt. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, das nächste Thema ist das Thema Munition. Ihr seht das jetzt hier zum Beispiel schon an meinem Objekt 432. Ich habe hier auf diesem Panzer 22 AP, 22 mal Heat, also 50-50. Es gibt sogar Panzer, die fahre ich mit mehr Premium-Munition als mit Standard-Munition. Warum ist das so? Zum Beispiel gucken wir uns hier mal einfach den Durchschlag an. 201 mm auf einem 9er Medium an Durchschlag. Jeder
Achter hat mittlerweile, jeder Achter-Medium, der neu rauskommt, hat mittlerweile mehr Durchschlag auf der Standardmunition. Ich denke da an die ganzen Premium-Panzer, ein FV4202 oder ein Centurion 1, die haben sogar 226 mm Durchschlag. Und auf einem 9er-Medium habt ihr dann gerade mal 201 mm Durchschlag. Das ist das eine. Warum gibt man nicht den Panzern die nötige Penetration, um ihresgleichen zu penetrieren? Ich denke da wieder an Frontline. Auf Frontline bin ich 2 Wochen lang bis 4-mal Stufe 30 gefahren und habe nicht einen einzigen Premium-Schuss verschwendet, habe nicht einen einzigen Premium-Schuss gebraucht und bin trotzdem regelmäßig General geworden, obwohl ich auch mit Panzern wie dem T-54 Mod 1 etc. durch die Gegend gefahren bin, der unter 200 mm Durchschlag hat, weil man einfach die Möglichkeit hatte, aufgrund des Map-Designs die Panzer zu flankieren, wie das gedacht ist. Aber bei den Karten, die Wargaming eingeführt hat und die bei Wargaming im Merc Circle sind, hat man halt zusätzlich zu dem Matchmaking, dass man ständig gezwungen ist, gegen höhere Tiers zu kämpfen, selten die Möglichkeit, wirklich aktiv zu flankieren, sondern man ist meistens dazu gezwungen, die Gegner frontal anzugehen, frontal zu kämpfen. Jetzt mein Punkt, den Sir Fosch schon vor fast einem halben Jahr, glaube ich, gebracht hat. Warum muss man denn immer mehr die Leute dazu zwingen, Premium-Munition zu schießen, wenn sie competitive sein wollen? Warum kann man nicht einfach das so umsetzen, dass man auch wegkommt von diesen Pay-to-Win-Gedanken und sagt, hey, wir haben einmal die Standardmunition, die hat einen geringeren Durchschlag, dafür macht sie mehr Schaden. Und wir haben auf der anderen Seite die verbesserte Munition, zumindest vom Durchschlag her verbessert. Die kostet das gleiche, hat einen höheren Durchschlag, aber weniger Alpha-Schaden. Und schwuppdiwupp hätten wir nicht mehr dieses Problem, dass Wargaming sich Pay-to-Win vorlassen werfen muss. Und es würde auch endlich dieses Geheule aufhören wegen der Premium-Munition. Und ganz ehrlich, diejenigen, die sich das leisten können, machen schamlos Gebrauch davon, teilweise auch übertriebenen Gebrauch. Ja, auch ich kann mich davon nicht freisprechen, weil ich zu mir gesagt habe, ey, ich habe 25 Millionen Credits jetzt beim Frontline-Modus Plus gemacht, warum nicht auch häufiger mal auf den Zweierknopf drücken? Aber alles in allem wäre das Spiel so viel fairer, wenn man sagen würde, ey, es gibt 2 verschiedene Munitionstypen, HE kann man gerne so lassen, wie sie ist, mal ganz davon abgesehen von der HE beim Type 5 und Type 4 Heavy. Da sollte auf jeden Fall auch eine Anpassung stattfinden. Aber ansonsten sagt man halt einfach, die Munition mit mehr Durchschlag hat weniger Schaden und die Munition mit weniger Durchschlag macht einfach mehr Schaden. Und schwuppdiwupp, wie gesagt, wäre das Thema gegessen. Man könnte generell dann darüber nachdenken, die Munitionspreise anzuheben, damit Wargaming, ja, ich weiß, Wargaming muss auch Geld verdienen und Wargaming lebt auch von den 25% Spielern, die bereit sind, Geld in das Spiel zu investieren. Ja, ihr hört richtig, 75% aller Spieler in World of Tanks bezahlen kein Geld für das Spielen. Also es ist nach wie vor Free-to-Play und man kann das Spiel auch komplett ohne Echtgeldeinsatz spielen. Auf der einen Seite sollte man natürlich dann dankbar sein für die Leute, die Geld in das Spiel investieren, damit die Server überhaupt noch laufen. Auf der anderen Seite muss man adäquate Wege finden, die erstens einen Anreiz schaffen, weiterhin Geld für dieses Spiel zu bezahlen, aber auf der anderen Seite für alle, für 100% der Spieler den Spielspaß behalten. Und da wäre es sicherlich, und das würde halt auch nochmal die Spreu vom Weizen trennen, wer ist denn in der Lage, Weak Spots zu penetrieren, dann würde man einen viel, viel höheren Benefit daraus haben, dass man quasi sich die Mühe gibt, auf die Weak Spots zu zielen, weil man dann mehr Schaden macht. Alles in allem, denke ich, wäre das die beste Idee, um dieses Spiel noch competitiver zu machen und vor allem dafür zu sorgen, dass dieser Pay-to-Win-Aspekt endgültig verschwindet. Das ist mein Punkt zur Munition. Ich will das jetzt ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich denke, der Punkt ist verstanden. Und dann hätte man auch nicht das Problem, dass man einige Panzer, wie hier zum Beispiel das Objekt 432, teilweise fast ausschließlich mit Heat spielen muss, damit man überhaupt irgendwas penetriert. Ja, das soll es zum Thema Munition gewesen sein. Und da gab es ja auch schon diverse konstruktive Vorschläge in der Vergangenheit von namhaften YouTubern und Streamern. Bis jetzt ist nicht viel passiert. Und ich kann nur hoffen, dass Wargaming sich dem Thema annimmt. Immerhin ist die Premium-Munition schon verschwunden, beziehungsweise kann man jetzt die Munition nicht mehr für Gold in-game erwerben. Das war der erste Schritt. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Da besteht auf jeden Fall auch großer Handlungsbedarf. Und kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ja, der letzte Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ihr habt es gelesen, Fair Play Policy. Ganz klar,
muss was gegen Cheater unternommen werden in jedem Spiel. In World of Tanks hatte ich ja schon in einem meiner letzten Videos gesagt, es ist mir bis jetzt noch nicht so aufgefallen. Und das ist auch das, wo Wargaming jedes Mal wieder für sich reklamiert, dass da schon was getan wird, dass da gearbeitet wird. Nichtsdestotrotz hatte ich unter meinem letzten Video Leute, die ganz unverhohlen einfach zugeben, dass sie Aimbots in World of Tanks benutzen und dass das für sie ganz gut funktioniert. Also auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass da genug getan wird im Thema Cheating. Dann hatte ich ja erst diese Woche bzw. letzte Woche ein Video gebracht zum Thema Bot-Using. Auch da muss Wargaming ganz entschieden gegen vorgehen, gegen Leute, die einfach Bots für sich spielen lassen, Bot-Programme, um freie Erfahrung zu grinden. Und auch in solchen Challenges, wo es um das reine Grinden von Matches geht, um das reine Grinden von Erfahrung. Auch da muss Wargaming einen Riegel vorschieben und dafür sorgen, dass diese Bot-Programme für keinen einen Vorteil haben oder dass es auf Dauer so teuer wird, dass sich das einfach überhaupt nicht rentiert, selbst mit Premium-Panzern Bot-Programme laufen zu lassen. Also auch das eine riesengroße Baustelle, um die sich Wargaming kümmern muss, weil es halt auch dem Spielspaß mehr als abträglich ist. Viele haben in die Kommentare geschrieben, dass sie sogar in niedrigeren Tierbereich Matches erleben, wo dann einfach mal 7 Panzer im Spawn stehen, nur die Türme drehen und sich nicht bewegen. Und dass das dann auf Dauer vor allem die Anfänger frustet, ich denke, das brauche ich hier keinem zu erzählen. Also da ist auf jeden Fall großer Handlungsbedarf. Aber ich möchte hier an der Stelle sogar noch weitergehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass grundsätzlich alle Modifikationen verboten werden sollten. Warum? Weil Wargaming mittlerweile alles in das Spiel integriert hat, was man braucht. Vielleicht noch eine Uhrzeit in der Garage. Ja, ich weiß, das kommt dann immer. Ich habe nur Mods, weil ich die Uhrzeit in der Garage brauche oder mein Tank-Karussell mir zu klein ist. Klar, das sind kleine Schönheitskorrekturen, die Wargaming sicherlich noch vornehmen kann. Aber grundsätzlich war es früher natürlich anders. Früher hatte man nicht diese letzten Positionen der Gegner auf der Minimap. Früher hatte man viele Funktionen, auch das, den ausgeteilten Schaden, den ausgeteilten Spot-Schaden, all das. Dafür brauchte man Modifikationen, sogenannte Mods, die das mitgetrackt haben. Heute würde ich sagen, hat Wargaming all das, was sinnvoll ist, ins Spiel integriert. Und um einfach gleiche Verhältnisse zu schaffen, sollte Wargaming grundsätzlich meiner Meinung nach alle Arten von Modifikationen verbieten, außer sie sind optischer Natur, also sprich Crosshair-Modifikationen und Skins, also dass Leute sagen, ich möchte aber gerne mit meinen eigenen Panzerskins durch die Gegend fahren. Auch das sollte weiterhin erlaubt bleiben. Aber alles andere sollte aus dem Spiel gänzlich verschwinden. Und kommen wir jetzt zu dem meiner Meinung nach wichtigsten. Ich bin der Meinung, dass XVM keine Berechtigungsgrundlage mehr hat, weil es einfach nur abträglich ist für den Spielspaß. Für die Leute wie mich, die eine relativ hohe WN8 haben oder eine hohe Wargaming-Wertung, ist es extrem ärgerlich, weil sich alles, was XVM anhat, denkt, oh, ich tue meinem Team einen Riesengefallen, wenn ich jetzt den Unicom-Spieler rausnehme. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, dass es für die guten Spieler zur ewigen Belastung wird, wenn man die ganze Zeit unter diesem XVM-Fokus steht. Und das ist nicht nur die Arti, sondern das sind auch Spieler, die sich denken, es ist total sinnvoll, jetzt 1:1 mich zu tauschen, nur damit das Unicum aus dem Gefecht rausgeht. Das kann man aber auch von der anderen Seite aufziehen, denn auch für schlechte Spieler ist XVM nicht unbedingt ein Segen, weil man sich dann schon gleich von Gefechtsbeginn an Beleidigungen anhören muss. Keiner nimmt einen so richtig ernst, weil jeder sofort sieht, oh, das ist ein Spieler mit einer roten WN8 oder das ist ein Spieler mit einer 47% Siegrate. Das, was er mir auf der Minimap anpingt oder das, was er mir zu sagen hat, ist eh Blödsinn. Und seien wir ehrlich, da kann sich keiner von frei machen. Wenn ich XVM anhätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht auf jemanden mit einer 250er WN8 hören. Und um da einfach gleiche Voraussetzungen für alle zu schaffen, sollte Wargaming auch da einschreiten, dem Spielspaß zuliebe. Auch dieses Thema, dass sich Leute am Anfang des Gefechtes versenken, weil sie vermeintlich zu viele Tomaten im eigenen Team haben, dass Leute am Anfang schreiben, oh, das wird sowieso eine Niederlage und gar nicht mehr mitspielen. Wie oft erlebt man das, dass
auch viel zu aggressiv gepusht wird, wenn man bei der XVM-Siegchance angezeigt bekommt, dass man 70% Siegwahrscheinlichkeit hat oder andersrum, dass viel zu passiv gespielt wird, wenn angezeigt wird, oh, wir haben nur eine Siegchance von 12%. Ich kenne das ja noch, weil ich früher selber XVM genutzt habe, aber ich bin mittlerweile schon seit 2 Jahren weg von XVM, einfach weil es mich in meinem eigenen Spiel zu sehr behindert hat und weil es einfach dazu führt, dass man sich nicht mehr auf das Match konzentriert und dass man einfach unvoreingenommen in die Situation reingeht. Und Wargaming würde sich, glaube ich, einen riesen Gefallen tun, wenn man das einfach beiseite schafft, dieses Stats-Gegeier, dieses Schauen auf persönliche Wertung. Das kann man nach dem Gefecht gucken, das kann man nach dem Gefecht sich gerne anschauen. Man kann dann auch gerne sich anzeigen lassen, wie gut man gespielt hat, alles kein Problem. Aber während des Gefechts hat das einfach nichts zu verlieren. Und das ist auch ein Thema der Fairplay-Policy, dass man einfach für alle die gleichen Voraussetzungen schafft. Einige sehen nicht, mit welchem Mitspielerklientel sie es zu tun haben, andere sehen es sehr wohl, andere fokussen Leute dafür, für ihre Stats. Andere werden für ihre Stats beleidigt oder vielleicht sogar geteamkillt, weil man behauptet, okay, das kann ja nur ein Bot sein. Also es gibt diverse Gründe, warum XVM einfach nicht zum Spielspaß beiträgt und warum es mittlerweile wahrscheinlich sogar auch als unfairer Mod deklariert werden kann. Und ich weiß, jetzt schreien sie wieder alle auf, ja, selbst Quickie Baby benutzt das. Ich persönlich, wie gesagt, stehe da auf dem Standpunkt, dass es den Spielspaß nur hindert und dass es in keinerlei Weise zuträglich ist für den Spielspaß. Und wenn alle nicht wüssten, mit wem sie spielen, dann wäre halt die Überraschung größer am Ende. Und das sollten jetzt auch einfach meine 5 Punkte zu dem Thema, was würde ich an World of Tanks verbessern. Ich weiß, dass einige davon utopisch sind. Ich weiß, dass einige davon sicherlich weit davon weg sind, wo Wargaming derzeit steht. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen da draußen von euch, der das ähnlich sieht wie ich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like da lasst, wenn ihr unter die Kommentare einfach mal eure Meinung schreibt. Ihr könnt auch gerne eine Gegenmeinung schreiben, ihr könnt zusätzliche Punkte anmerken. Hauptsache, dieses Video findet Bedeutung und wir tauschen uns darüber aus, wie World of Tanks sich derzeit entwickelt und in welche Richtung es gehen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!